Hallo Freunde von Crusader Kings, ich muss hier einmal kurz pausieren. Ich muss einmal kurz pausieren und die 30 Sekunden danach bitte weitermachen. Was einstellen. Da, wir haben hier einmal diesen Krieg gewonnen. Das ist nun unser Society und die Armeen auflösen. Jetzt mächtiger als zuvor und ich inspiriere gerade die Krankenstube. Aber es ist 3, dann geht das ziemlich schnell weg. Ich sage, das ist mein Arzt, ist so ein erfindbares Luder. Krempelt die Arme und schaut mich an, gib mir die Arapresse. Tritt zurück, das ist mein Patient. Ui, das ist 80%. Ich rette den Soldaten ohne Hilfe. Ich lasse ihn verbluten. Na, natürlich, wir machen das gemeinsam. Wir sind die besten Freunde hier. Sehr gut, den schauen wir uns an. Der kann nichts Besonderes, aber der kann kämpfen, ist momentan verwundet und ist ein Plünderer, ein fehlgeleiteter Krieger, bescheiden, lüstern und zynisch. Na gut, es gibt Schlimmeres, notfalls verholzen oder verharzen wir ihn natürlich woanders. So. Wir haben hier ein Problem. Die Volksmeinung und die Kontrolle ist zu gering, deswegen kriege ich hier nichts, wie es aussieht. Das kann ich natürlich ändern. Mehr Kontrolle hier. Zack, zack. Und das war's. Die Volksmeinung, ja, wir sind rich, aber wir bauen zuerst in unserer eigenen Baronie etwas. Ganz klar. Und günstiger es geht. Ich glaube, Armeelager für 100 ist das günstigste für 100 neue. Wird reichen. Architekt war praktisch. Man kann nicht alles haben. Na, schauen wir jetzt, was die Kollegschaft hier erzählt. Ja. Tut mir leid, es ist nur ziemlich viel passiert. Und das Problem bei Stufe 3 ist, da rattern die Tage durch. Wenn mehrere solche Dinge aufploppen, muss man einmal kurz 30 Sekunden Pause machen. Hilfe? Bitte? Meine Maus scrollt von alleine runter. Ist ja kein Problem. Ja. Mit der Pause. Darf ja jeder machen. Ja, eben. Und nach den 30 Sekunden einfach dann weiterklicken. Sollte derjenige dann noch beschäftigt sein? Ja, auf 1 weitermachen erstmal dann, ne? Ne, es ist schon, hat sich schon erledigt, alles gut. Das muss ich mir natürlich, das darf ich mir nicht entgehen lassen hier. Niemals. Bevor sich hier das noch. Hat sich das geholt. Abschafft, schießt mich tot. Muss ich mir danach ansehen. Das ist nämlich ein Herzogtum hier, wenn wir uns das anschauen. Ah, super, wenn man das hält und das hält, dann hat man schon Macht. Wenn man so. Zwei Herzogtümer sind theoretisch ein Königreich. Daher schon sexy. Wir können ihn besiegen und schlagen. Aufgebote ist gut. Kontrolle wird eh gemacht. 75 Garrison ist auch gut. Wir haben ja noch verschifft. Gehen wir uns in diese Stadt. Den Malus verschifft gilt es, ganz genau, abzuwarten. Und dann greifen wir hier an. Natürlich, Hügelverteidigung. Aber wir haben tatsächlich keine schlechten Einheiten. Gut sind sie natürlich auch nicht. Aber wir sollten das schlagen können. Sind 3 zu 2 überlegen. Sieht gut aus. Hier. Wir müssen nur 185, glaube ich, überbleiben. Wenn noch Sieg, wunderbar. Wenn noch 78er schlagen. Ja, perfekt. 175 da. Oh, er kommt zurück. Jetzt sollten wir. Jetzt haben die Hügelverteidigung oder was? Wieder und wir nicht. Das ist ja lächerlich. Wir sind in den Hügeln. Sie greifen uns an. Das ist halt ein bisschen witzlos und bringt uns 100% ausgezeichnet. Weil wir den Oberhäuptling gefangen genommen haben. Perfekt. 2 kurze. Jetzt geht's aber los. So. Wo denn? Hey, mein also ich quasi, da ich ja doch homosexuell bin,
Stört es mich doch nicht, dass das Bett mit meiner Gattin noch wärmer zu machen, als es ohnehin schon ist. Was bedeutet das? Ihr legt euch einen Konkubinen ins Bett, oder? Vielleicht ist die Gattin erstmal die Verpflichtung und danach kommt der Spaß. Na. Vor allem ist es angekommen, dass das neue Königreich von Ostfrankenreich unter König Arnulf Krieg hat gegen das Königreich von Lothringen. König das Luther, ist den zweiten. Richtig. Das nicht mal gut, so als so gut aussieht. Nein. Und auch noch gegen Italien. Ich sag mal so. Die KI ist ganz schön dämlich irgendwie gerade, aber nur, dann dauert es halt etwas länger. Das kann ich so nicht unterschreiben. Dann lasst mich meine Aussage zurückziehen. Inkonsequent würde ich es vielleicht eher beschreiben. Das kann sein. Weil die Wikinger fochten tapfer. Aber aussichtslos. Ei. Spielzeugboot, du solltest zufrieden sein, ne? Das ist sicherlich keine schlechte Lehre, die du ziehen sollst. Denn in Messenien aus ist der Graf dann sein Ziel näher gekommen, die es zu erreichen gilt. Oh ja, näher auf jeden Fall, aber ich habe mit unvorhersehbaren Schwierigkeiten zu kämpfen tatsächlich. Was sind denn unvorhersehbare Schwierigkeiten? Und wie gesagt, mein Herzog, der... Der legt mir einiges hier in den Weg. Aber naja. Ja, kann ich auch. Wäre einfacher gewesen, den Herzog zu schwächen, ohne dass er so viel Land besitzt. Aber es gibt Schlimmeres. Dafür haben sich andere Abgründe aufgetan. Aber ich halte leider keinen Teil an Italien momentan. Aber das... ja ändern. Kunde erreicht mich gerade, dass in Böhmen die Pest zu rasieren scheint. Wie ist die Hefe? Mach den Wald dicht. Oh, die Pest ist unnachgiebig. Lieber Herr aus Messenien, ich möchte nicht zu nahe treten, aber ich würde es begrüßen, wenn Sie nicht nach Italien kommen. Was machen wir denn da? Truhe voll Gold. Haben wir hier. Könnte sich kurz die Erde ein bisschen langsamer drehen? Wahrscheinlich. Der Herrscher von Wessex muss kurz austreten. Eindruck. Weiß okay. Aua. Ja, Lenzherr. Ihnen ist bewusst, dass eine Fraktion in unter 6 Monaten Krieg erklären wird. Ja, ich weiß. Ich kann nur nicht dagegen agieren, wenn ich gerade Krieg habe. Den ich zwar nicht gewollt habe, aber was soll ich machen? Sehr gutes Erbrecht. Ja, jetzt bereue ich leider das Erbrecht. Wäre mal der gewährte Herr Papa nicht gestorben.
Alter Schwede. Da geht viel zu viel ab. Studiere die alten religiösen Texte und die Schriften der Gelehrten sind sie verfallen. Die Ereignisse überschlagen sich, oder was darf man daraus? Allerdings denkt man zu vergangen, dies für mich zu behalten. Ja, das werde keine weiteren Priester zu Rate ziehen hier tatsächlich. Ja. Es passiert sehr viel in Griechenland. Wir sind den Studien über die Erdgeschichte verfallen. Zurück. Jetzt, da decken wir ganz viele Kuriositäten auf, wie dass man die Sterne beobachten kann und dass sich daraus dann alle möglichen Dinge rechnen lassen können. Meinem Bischof gefällt das natürlich nicht so. Natürlich kann man die Sterne beobachten, das gefällt aber den Göttern nicht, wenn man ihnen auf den Arsch guckt. Ja, ja, nicht nur das, das gefällt auch der Kirche nicht, wenn man ihnen auf den Arsch guckt. Aber wenn man den Göttern auf den Arsch guckt die ganze Zeit, wie ist das denn dann, wenn die dann, also das wäre ja dann schlecht für uns. Wenn es donnert, meinst du? Ja, genau, bei allen Extremitäten, Exkrementen. Okay, ich brauche doch vielleicht nochmal auf eins. Warum denn? Hat er mich erobert? Es ist gerade wieder was passiert. Nee. Also was anderes. Oh ja, ich sehe es. Warum darf ich? Ich sehe, was passiert ist. Weil ich nicht gläubig bin. Der Herrscher des Ostfrankenreiches ist wechselt. Also des unteren Ostfrankenreiches. Du bist ja, glaube ich, eins. Ne? Das war eins. Eines. Warte mal. König Karl II. Von Ostfrankenreich sitzt auf dem Thron. Stimmt. Und der König Herzog Arnulf, oder der König Arnulf wurde abgestuft zum Herzog. Ja, das war mir. Ein wildes Hin und Her. Ja, da wurde er abgesetzt. Ich glaube, da wurde er abgesetzt. Weil wir haben gehört, dass es dem König Karl II. Auch nicht von seiner Gesundheit nicht besser geht. Ach ja, ich habe vergessen zu erzählen, dass Jan sogar, er sei von Dämonen besessen. Ein König war für kurze Zeit. Das ist so erstmal besser. So hilft es ein bisschen. Lieber Passau. Was denn? Das, was ich gerade getan habe. Ja, in der Tat. Ich bin gespannt, wie lange euer Bündnis hier noch bleibt. Wien ist immer noch sehr stark und jetzt ist der Herzog von Bayern noch schwächer. Wien ist doch Wien ist jetzt nicht mehr so stark. Ich habe auch keine Fraktion gegen mich, also ich habe doch ist ja kein Lindner, also was soll mehr von euch? Aber er ist nicht mehr so stark wie vorher. Benevent hat viel zu viel Geld, das ist das Problem. Los hier mit meinem Bentinischen Kaiser. Ja, ich hab gesagt, dass ich das wieder regeln werde. Sein Krieg gegen Lothringen war echt ein bisschen doof. Ein Mann, ein Wort. Ja, die Nachricht, die gekommen ist von dieser Fraktion gegen mich, hat hat definitiv geholfen. Nein! Doch! Bitte? Was passiert? Okay, alles gut, alles gut. Ich dachte schon, die Pest wäre bei mir ausgebrochen. Ist aber nur Typhus. Alles gut. Na Gott sei Dank. Ja, Typhus ist nicht so schlimm. Alles gut. Spannend. Meine Tochter hat schon 4 Kinder zur Welt gebracht, also. Sie hat quasi ihren Wert schon erbracht. Ist sie von Typhus? Wie bitte? So, ich hoffe nur, dass ich noch ein wenig lebe. Ich könnte meinen Sohn Jesus nennen, das ist aber sehr anmaßend. Naja, das wäre ein bisschen. Ist das ein guter, gläubiger Name oder was? Muss man ihn denn als Kreuz nennen? Jesus von Wessex. Kann er jetzt sogar den Lebenswandel seiner Ritter bestimmen? Ist das richtig? Der Wasser zu Ale verwandelt. Aber warmes Ale. Immer cool.
Und man kann auch sofort den Lebenswandel seiner Kinder bestimmen, ne? Ja, die Ausbildung. Ja. Was? Sofort. Vorher muss man erwarten, bis sie 6 sind, jetzt kann man es schon vorher nein. Achso. Dementsprechend ändert sich wahrscheinlich auch die Kindheitseigenschaft ein wenig. Aber das ist nur reine Vermutung. Das war jetzt eine sehr aufregende Zeit für den ehemaligen König vom Ostfrankenreich und jetzt wieder Herzog von Bayern. Mir vorstellen. Ja. Da ist ganz schön was los bei euch in den Gefilden, ne? Ja. Ach, Zankereien. Oh. Wieder. Ich würde sagen, da ist gerade jemand gestorben. Also können wir wieder auf 2 gehen, oder? Ja, lass einmal kurz auf 1, muss mich eben kurz. Da ist ja schon wieder jemand gestorben. Als Kind kann man ja eh nicht viel machen. Ja, aber wenn uns hier die Arztposten und so vergeben. Stimmt ja. Nicht, dass ihr. Also bei diesen schnellen Toten, da hat doch jemand seine Finger im Spiel, oder? Das war definitiv nicht. Das, wenn mein lieber griechischer Freund darauf anspielen möchte. Nein, natürlich nicht. Woher denn? Aber möglich wäre es natürlich. Wird auch im schlechten Wetter gelegen haben. Wahrscheinlich, ja. Bitte sehr. Wurde er von einer Kuh überlaufen? Überrannt. Ein Passauer. Dankeschön. Vom Himmel gefallen ist. Ja, da muss man vorsichtig sein. Kann ich jetzt aus eigener Leistung erbringen. Ich hoffe, wir sind trotzdem noch Freunde. Lass uns solange Freunde bleiben. Ein Leben wert. Ja. Aber auch nur so lange. Ich mach Schluss, aber es liegt nicht an dir. Wir können ja Freunde bleiben. Ja. Es liegt nie an einem selber. Ja, dir. Gern gehörte Sätze. Naja, es liegt nicht an dir, sondern an mir. Aber eigentlich viel mehr an dir. What? Was? Was? Oh. Ein Oberhäuptling die Sprache verschlagen. Meine Tochter ist gestorben. Eines natürlichen Todes. Wurde mir versichert. Aber ich weiß nicht, ob ich das glauben soll. Was ist denn passiert? Ist sie erschlagen worden, oder? Nein, sie ist einfach verstorben. Sie ist runtergefallen. Eines natürlichen Todes erschlagen worden. Man kennt sie. Ein Klassiker. Aber die Welt schneller drehen lassen. Wie alt war denn die Tochter? Ja, komm mal wieder. Warum verfügt Finn nur über so wenig Truppen? Finn. Finn ist doch nicht mehr so riesig, oder? Doch. Jetzt immer noch 10 Provinzen. Aber verfügt nur über ein Aufgebot. Er verfügt über 10 Provinzen, das ist das Problem. Ach, er hat er kann keine Titel vergeben wahrscheinlich. Nein, er müsste abgeben. Er ist so stark über seine Domäne. Ah, ja. Er ist 10 und hat nur 5. Mhm. Das ist sehr gut. Das heißt, ich ändere meine Ziele mal. Solange der Herzog von Wien noch lebt.
Ich fürchte, mit dem Tod des Herrschers teilen sich die Gemeinen auf, sodass er wieder erstarkt. Eine Zeit wird kommen. Der Alte... Nein, der ist... Der hat schon wieder ein neues Bündnis geschlossen. Problem ist, ich habe hier fehlerhafterweise gebaut. Übrigens, ihr müsst gut aufpassen, wenn ihr jetzt in den Landen eurer Vasallen etwas baut, könnt ihr das nicht mehr rückgängig machen, auch wenn ihr dafür bezahlt habt. Okay. Auch während der Bauarbeit? Auch während der Bau, also während des Baus. Auch wenn zum Beispiel ein Bürgermeister die Stadt verwaltet, quasi, geht's auch nicht, auch wenn es euer Land ist. Okay. Auch wenn die von denen, das Volk kam ja da, dass von denen angestoßen wurde, man hat selber abgebrochen, hat das Geld dafür gekriegt. Konnte man, ja, das war so ein Fehler, aber jetzt geht's halt auch so nicht mehr. Gut aufpassen. Haben mich nämlich verklickt und muss das schmerzhaft erfahren. Aber naja. Werde das überleben. Ja. Na denn. Dalien hat sich sich ein paar Herrscher unabhängig gemacht. Vortrefflich, mehr Vielfalt. Und? Schauen wir mal. Ja, und 710. Wir können uns doch mit 10 verbünden. Schauen wir mal. Ich hab so wenig Kohle, Herr. Und so wenig. Die Blutlinie des Ostfrankenreiches scheint ziemlich schwach zu sein, ne? Mhm. Der König ist krank, die Ehefrau ist krank. Also kränklich. Was ist so? Solange die Pest in Böhmen bleibt, ist alles gut. Man hofft es, ja, man hofft es. Oh. Ich bin guter Dinge, da der Bayerische Wald dort abschirmt. Unüberwindbar. Heiratet hier diese Ludo. Die List von Graf Arrivo von Passau ist über die Grenzen seines kleinen Reiches bekannt, tatsächlich. Interessant. Ja. Warum die List? Soll ich selber fragen? Geht etwas mit Gott? Mit eurem Gott? Das meine Götter in Ruhe. Deswegen frage ich mich ja. Dann haben wir mal vererbliche Eigenschaften hier hin. Muss auf jeden Fall orthodox sein, der Rest ist nicht wichtig. Wunderschön. Brauchen wir noch zwei? Doch, zwei ist doch gut, oder? Warte, ja. Ansonsten, da geht das ja viel zu schnell hier. Mir ist es ein Tun, ich habe momentan nicht viel zu tun. Ich muss ja ständig Gefangene auslösen, deswegen habe ich kein Geld mehr zum Bauen. Könnte ich den Passauer in Passau besuchen? Ja, gerne. Könnten Sie mich dann auch wieder in den Konferenzraum hinzuziehen?
Euch ist in der Kombination. Was bist du? Nausrig, das ist gut. Der Rest. Ja, komm. Ist hübsch genug. Eunike. Griechisch. Was ist das hier? Faul. Ja, solange du nicht keusch bist. Sehr gut. Geht hin und macht Kinder ohne Ende. Wir ändern hier noch einmal. Weil wir die Möglichkeit dazu haben. Mal kurz noch die Nachfolge checken. Kommt Lakonien. Dann muss ich mich beeilen, um noch Herzog zu werden. Eine interessante Frage, wenn ich den Vasallen eines anderen Herzogs angreife, dann der Herzog mit dem Krieg oder nicht? Ich vermute mal, ja. Wenn du sein, also wenn du das Territorium seines Herzogs angreifst, dann ja. Ja. Der Vasall ist ja. Es sei denn, du bist schon Vasall in seinem Territorium. Nein, ich bin Vasall eines Herzogs und der andere ist Vasall eines Herzogs. Ja, das ist, als wenn du den Herzog angreifen würdest, ja, ne? Nein, Herzog. Richtig. Also wenn es ums Territorium geht, wenn es um irgendwelche andere Belanglosigkeiten geht, dann nicht. Was denn? Ich müsste mal kurz über meinen Ökonomierat reden und bin deswegen kurz unpässlich. Er muss mit der Haushälterin reden, glaube ich. Keine Ahnung. Ah, der Alte ist gestorben, bevor ich das Druckmittel einsetzen kann. Ja. So einfach, dieses Mal hier. Das einzige Ratsmitglied, was das taugt, ist gestorben. Schwierig, 34. Ihr seht, ich muss zum Herzog aufsteigen. Ansonsten bekommt mein Bruder hier Kunien. Ja, richtig. Vielleicht eine Frage. Man könnte ihn denunzieren, man könnte ihn einkerkern. Was kann man denn noch machen? Schwierig. Das ist alles dumm. Wenn wir jetzt einen Ehepartner finden, der mir das Häuptlingstum von Naga. Ja, Kultur muss auf jeden Fall byzantinisch sein. Eine Baronie, die 132 hat, bringt nichts.
Trinken. Jo. Kisch. Da ist eine Frechheit hier, 102 Truppen. Airs. Ja, ich bin noch ein kleines Land. Ein bisschen mehr zu finden, die mir jetzt schon. Vollkommen irrelevant. Schwierig. Großpolen hätte die Truppen, um mir zu helfen, aber ist zu weit weg. Okay, ich verstehe das. Da hat mich mal wieder das Spiel getrollt. Naja. Was spielt ihr denn? Ach. Oder sagen wir es mal so, meine Spielzauber haben mir eine eindeutige Fehlinformation weitergeleitet. Mag vielleicht dann zu viel Alkohol liegen. Es ist so verzwickt. Ja, damit muss man halt so hingehen. Okay, dann nicht. Oh. Entschuldigung. Warte. Nee, wieso? Das ist doch deine Entscheidung. Naja, ich hab jetzt noch nicht drauf geachtet, dass sie das sind. Meine Armeen werden es demnächst die nächste Anfrage übertragen. Wenn sie diese Anfrage nochmal stellen würden, würde ich auch... Ich hab doch kein Geld mehr. Oh, es sind das die ganze Zeit von ich, das war ja so leid. Alles gut. Ja, ich werde nichts drauf Persönliches. Machen wir mal Nägel mit Köpfen. Religionskrieg um ein Herzogtum. Das geht auch nicht. Wäre aber geil hier, das Herzogtum. 5000, die haben noch. Schauen wir uns mal die Herzogtümer an, die zu. Peter? Ach ja, ja. Das ist hart belastend hier gerade. Salerno. Oh, die Hilfe! Ah, nö, alles gut. Verkünde, mein Lehnsherr hat's geschafft. Lothring ist gewachsen. Herzlichen Glückwunsch. Und ihr seid jetzt mit Lothringer. Herzogtum von Bayern und Grafschaft Passau. Ja. Oha. Wow. Oha. Was ist denn da passiert? Wer ist Lothring? Keiner von uns. Nein. Aber Vasallen sind sie jetzt, die werten Herren da. 3 Stück, ja. Ich hätte eine Frage an den Bären noch. Wie heißt denn nochmal die Person, die sie zurückhaben wollen? Sind im Endeffekt. Das ist sogar 3. Ich stelle nochmal eine Anfrage. Die anderen Personen können sie dann auch nach und nach wieder zurückhaben. Ah ja, wir Banditenhorden. Das Problem ist hier, hat er zu viele Verbündete. Krieg mit
einem An. Oh. Wunderbar. Dann sehen wir hier. Dann haben wir das wohl jetzt geklärt. Ja. Diese Chance müssen wir wahrscheinlich ergreifen. Das sehen wir dann aber in der nächsten Folge. Die Chance, die ich meine, ist, der werte Herr hier hat Krieg, den er vielleicht verliert. Und wenn seine Verbündeten mit dabei sind. Ach nein, da war. Doch. Das wäre super. Das Problem allerdings ist, ich habe keinen Kriegsgrund gegen. Ich müsste einen Anspruch erbitten, den ich aber nicht bekomme. Und wenn ich mir den Anspruch hole, was ich machen werden muss, habe ich Schulden, weil es sicher 80 kostet. Aber das ist der einzige Weg, wie ich schnell Herzog von Kreta werden kann und den Teil von Kreta verliere, aber nicht Sparta hier. Oder zumindest den unteren Teil hier Griechenlands. Wäre das, was ich möchte. Und bis dahin, das durchgeht oder nicht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Wenn etwas Extremes passiert, so wie hier Lothringen entsteht oder wieder fällt, Polen nicht von Großpolen zu Kleinpolen fällt, werde ich Bescheid geben. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann. Eine begehrte Literatur. Was da? Heiliger des Glaubens. Was ist da los? Sehr gut. Du wirst den Göttlichen gut dienen, mein Kind. Regel Pastoral ist auch. Oh nein, du willst immer Geld von mir. Es tut mir leid. Das ist euer Problem. Ich brauche mein Geld, um das Reich zu mehren, das ihr dann verwalten könnt. Ihr dreckige Luder hier. Naja, bis bald.